Moin Leute, passt auf. Vor kurzem schrieb mich ein Zuschauer an und stellte mir folgendes Kickstarter-Projekt eines neuen PV-Moduls vor, welches angeblich 3-mal mehr Strom erzeugen soll als konventionelle Module. Das würde einem Wirkungsgrad von 59% entsprechen und das wäre gelinde gesagt eine wissenschaftliche Sensation. Denn normale Solarmodule liegen bei ca. 20%. Das Projekt ging viral und sie sammelten über 160.000 Euro ein. Ein großer Teil davon auch aus Deutschland. Und zusätzlich gab es noch eine Förderung der Innovative UK von über 500.000 Pfund. Ja? Also eine britische Förderung. Auch die deutsche Presse berichtete über das Projekt mit solchen Schlagzeilen hier. Jetzt die große Frage, kann das wirklich sein? Denn in der wissenschaftlichen Presse hört man rein gar nichts davon. Also was steckt eigentlich dahinter? Und war das Geld der gutmütigen Investoren und auch diese großzügige Förderung eigentlich klug angelegt? Physikprofessor Martin Hundhausen und ich haben recherchiert und wir haben sehr, sehr große Zweifel an den Versprechungen. Auch Norio hat sich mit dem Thema beschäftigt und mit uns gemeinsam gearbeitet. Ebenfalls hat sich die Physikerin Dr. Juliane Borchert schon bereits kritisch auf Kickstarter und auf Twitter zu dem Projekt geäußert und unsere Zweifel bestätigt. Was allerdings wesentlich erschreckender war, das war die Antwort des Projektgründers auf ihren Kommentar, aber dazu gleich noch mehr. Los geht's. Ja, worum geht's eigentlich? Worüber sprechen wir hier? Es geht um diesen kleinen putzigen Kasten. Der sieht ja erstmal merkwürdig und irgendwie auch ein bisschen cool aus, muss man zugeben. Ziehen wir uns jetzt aber mal rein, wie die Projektgründer erklären, wie sie die 3-mal mehr Energie eigentlich erreichen wollen. Okay, ihr seht, oben ist so ein Dom, das ist praktisch, der soll einfach nur das einfallende Licht umleiten und dann eine der 6 innenliegenden Solarmodule treffen. Ja, so ist zumindest der normale Weg. Ein Teil dieses Lichts wird dann reflektiert in den Innenraum und dann von dem Spiegel, den ihr da unten sehen könnt, wieder reflektiert und dann wieder ein Solarmodul trifft. Bei den Solarmodulen soll es sich hier aber um handelsübliche Siliziummodule handeln. Also kein besonderes Modul, sondern ganz handelsübliche Dinger. Soweit, so gut. Das kann man ja erstmal so machen. Jetzt wird es aber interessant, denn es werden auch Zahlen genannt und zwar geht es damit los, dass ja, wenn ein Lichtstrahl, also der erste Lichtstrahl praktisch auf das Solarmodul trifft, werden ja nur 20% vom Licht genutzt. Das macht Sinn, denn Solarmodule haben einen Wirkungsgrad von um die 20%. Bis hierhin alles soweit klar. Jetzt sagt aber der Hersteller, die restlichen 80% vom Licht werden reflektiert. Okay, dieses reflektierte Licht soll dann vom Spiegel erfasst und dann wieder aufs nächste Modul treffen, welches dieses Restlicht dann nochmal nutzen kann. Also sowas wie eine Art Lichtabfallverwertung, so kann man sich das vorstellen. Von diesen 80% werden dann ja wieder 80% reflektiert und das geht dann immer so weiter, das wird dann halt immer schwächer, so die Theorie der Gründer. Und so lange, bis dann quasi nichts mehr übrig ist. Es ist wie eine Art Lichtfalle. Also so ist so ein bisschen die Erklärung. Damit könnte dann nach dieser Theorie dieser Firma theoretisch 3-mal mehr Energie erzeugt werden. Klingt doch erstmal plausibel, oder? Fragen wir mal Physikprofessor Hundhausen, der bereits über 40 Jahre in diesem Bereich arbeitet, was er davon hält. Ach ja, und kurze Info für euch. Wir werden bald eine große Testliste von Mikrowechselrichtern für Balkonkraftwerke veröffentlichen. Also Wirkungsgrade, ist ein Relais drin, gab es Auffälligkeiten, alles was wir wissen. Wir haben wirklich zu vielen, vielen YouTube-Kanälen und Leuten zusammengearbeitet, um euch das bieten zu können. Also Kanal abonnieren, um dieses Release nicht zu verpassen. Das ist halt ziemlich krass. Naja, 20% werden jetzt genutzt vom Solarmodul und 80% werden reflektiert. Das ist ja quasi die Behauptung und darauf basiert dann ja eigentlich das gesamte System. Fragen wir mal Physikprofessor Hundhausen, was er dazu sagt. Also die sagen ja 20% Wirkungsgrad, die restlichen 80% reflektiert. Für mich klingt das ziemlich unglaubwürdig, irgendwie merkwürdig auch. Was hältst du von der Aussage? Ja, das stimmt nicht, dass 80% reflektiert wird. Das ist einfache Physik, die bereits im zweiten Semester gelehrt wird. Da kommen wir beim Silizium auf 34%, theoretisch, und das ist auch so nachgemessen. Und bei dem Solarmodul, da bemüht man sich ja, die Reflexion gering zu halten. Da macht man eine Antireflexbeschichtung. Das ist der Grund, warum die Solarmodule ja so dunkel aussehen, weil sie ganz wenig Licht nur reflektieren und praktisch alles absorbieren. Und deswegen stimmt es nicht, dass 80% reflektiert wird. Die Verluste sind ganz andere, die zu diesem nur 20% Wirkungsgrad führen. Okay, interessant. Und wo gehen die 80% jetzt eigentlich hin? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, die 80%, das sind andere Verluste, das sind thermische Verluste. Letztendlich wird das
Material werden die Solarzellen ja warm und diese 80% erhitzen sozusagen die Solarzellen. Und das ist auch sehr gut verstanden, diese Photonen, diese Lichtteilchen, die werden absorbiert, danach geben sie schon Energie ab und erwärmen sozusagen. Und nur noch ein kleiner Rest an Energie, nämlich diese 20%, können dann zum Schluss genutzt werden. Okay, du sprichst jetzt auch von Wärme, also es wird ja wahrscheinlich dann noch Wärmestrahlung emittiert. Kann die denn verwendet werden? Also ist es nicht möglich, dann einfach diese Wärmestrahlung zu nutzen? Nein, die Wärmestrahlung ist ja im typischen Bereich von 10 Mikrometer Wellenlänge. Das wird nicht absorbiert, da ist Silizium komplett transparent. Das habe ich ja vor kurzem in einem gemeinsamen Video auch gezeigt, dass man durch so einen Silizium-Wafer einfach mit Wärmestrahlung durchgucken kann. Also das wird dann nicht mehr zu nutzen sein für irgendwelchen Wirkungsgrad. Und du hast ja die Reflexion von Modulen und einem Silizium-Wafer selbst gemessen. Also wie stark war die Reflexion? Was kam dabei heraus? Vielleicht kannst du uns das nochmal kurz zusammenfassen, damit wir überhaupt eine Idee haben, wie viel wird denn wirklich reflektiert? Ja, genau. Es hatte mich dann interessiert, als du da gefragt hattest. Und da habe ich ein Solarmodul genommen und habe auf das Solarmodul ein Silizium-Wafer draufgelegt und dann das Ganze so an die Tür, sodass die Sonne drauf scheint und die Sonne dann praktisch reflektiert wird an die Decke. Und an der Decke habe ich dann das Bild von dem Solarmodul und dieser Solarzelle oder diesem Solarwafer angeguckt. Das kannst du ja mal einblenden. Und dann auch nachgemessen, wie viel es ist. Und wie die Theorie sagt, 34% Reflexion beim Silizium. Und bei dem entspiegelten Solarmodul waren es dann 5%. Also das habe ich dann auch mit dem Detektor nachgemessen. Aber man sieht es eigentlich auch an der Decke direkt dort, wo das entspiegelte Modul ist. Da ist es relativ dunkel. Man sieht da schon was, aber es ist viel weniger. Und der Silizium-Wafer hat 34%. Das ist dann dieser helle Kreis, den man da in der Mitte sieht. Und wäre auch schon viel weniger als die 80%. Aber das wären Verluste. Deswegen entspiegelt man das ja, damit der Wirkungsgrad vom Solarmodul dann eben diese hohen Werte erreicht von 22%, die heute üblich sind. Eigentlich wurde die Frage bereits beantwortet über den Wirkungsgrad, aber ich frage es jetzt trotzdem nochmal, damit es wirklich ganz, ganz klar wird. Könnte der Ertrag denn höher sein bei gleicher Fläche? Also darum geht es ja am Ende, wir wollen ja Fläche sparen. Ne? Martin, ist es möglich? Erzähl mal. Nein, der Ertrag kann nicht höher sein, das ist Energieerhaltung. Wenn man also so einen Solarpark macht, dann scheint da ja Sonne drauf. Und von der Sonne kann man dann eben mit dem Wirkungsgrad Energie nutzen. Und wenn man jetzt einfach mehr Module draufstellt, die sich dann gegenseitig verschatten, dann hat man zwar höhere installierte Leistung, aber die Leistung kann, der Ertrag kann dadurch natürlich nicht größer werden. Man kann die Physik im Grunde nicht überlisten. Okay, wir sind aber nicht die Einzigen, die auf das Ganze aufmerksam geworden sind, sondern Dr. Juliane Borchert ist eine leitende Wissenschaftlerin im Bereich neuartige Photovoltaiksysteme, hat in ihrer Freizeit einen sehr, sehr guten Kommentar bei Kickstarter hinterlassen und sogar vor einer Investition in dieses Projekt gewarnt. Ich fasse die wichtigsten Kernpunkte nochmal zusammen. Tipartecs Konzept kann nicht funktionieren, da die physikalischen Annahmen zu den Effizienzgewinnen dieses Systems grundlegend falsch sind. Sie empfiehlt ebenfalls, dass man in kein Projekt investieren sollte, welches die versprochenen Effizienzsteigerungen nicht durch ein unabhängiges Labor bestätigen lässt. Okay, hierzu erstmal vielen Dank für den Mut, denn ich setze mich ja auch zunehmend für die Wissenschaftskommunikation ein und begrüße es immer sehr, wenn Wissenschaftler aus ihrer Komfortzone rauskommen und laut werden. Also danke dafür, das hilft. Naja, und jetzt schauen wir uns mal die Antwort des Projektgründers an und ich sage es jetzt schon mal, das wird relativ interessant. Ich habe den interessanten Part jetzt nochmal zusammengefasst, übersetzt und das Original seht ihr aber auch hier auf dem Bild und findet ihr auch unter diesem Link hier. Also ist alles nachvollziehbar. Trotzdem, ich fasse für euch zusammen, weil die haben noch mehr geschrieben. Darauf wollen wir gar nicht eingehen, aber das war schon so mein persönliches Highlight. In Bezug auf die Shockley-Quasar-Grenze gibt es Entwicklungen, die darauf hindeuten, dass diese Grenze unter bestimmten Bedingungen überschritten werden kann und verwies dabei auf folgendes Paper. Hier war jetzt der Punkt, wo mir klar wurde, okay, da wurde etwas sehr, sehr Grundlegendes nicht verstanden. Warum? Das Shockley-Quasar-Limit, von dem die da sprechen, das beschreibt eine Obergrenze für die Effizienz von normalen einzelnen Solarzellen.
Also zum Beispiel die Solarmodule, die ihr alle habt und kennt, die besitzen ja irgendwie innen drin so ein aktives Material und dieser Teil, quasi der aus Licht Strom erzeugt. Und das besteht bei den meisten Solarzellen eigentlich aus Silizium. Und für Silizium liegt dieses Shockley-Quaiser-Limit bei 33,7%. Also mit Silizium als aktivem Material kann ich über diese 33,7% Wirkungsgrad einfach nicht hinauskommen. Okay, aber warum steht dann in dem von Tieper gezeigten Paper irgendwas von 50%? Dann geht das ja gar nicht. Und ich glaube, genau darauf wollte er ja auch hinaus in seiner Antwort. Ganz einfach. Hier geht es nicht um Silizium-Solarzellen, sondern um gestapelte Konzentrator-Solarzellen aus unterschiedlichen Materialien, also nicht nur aus Silizium. Was heißt das? Zum einen nutze ich hier halt nicht nur Silizium, welches nur den sichtbaren Teil des Lichts umwandeln kann, wie ihr hier seht. Also hier dieser helle Bereich, das ist das, was Silizium ungefähr so umwandeln kann vom Licht. Das heißt, einen großen Teil benutze ich eigentlich gar nicht, sondern auch andere Materialien, die dann einfach geschichtet werden. Also eher für den kurzwelligen Teil des Lichts zum Beispiel, so wie hier. Das wäre dann zum Beispiel Perovskite oder gibt es ganz unterschiedliche Materialien, die dann je nachdem das so ein bisschen anders können. Und dadurch kann ich am Ende einfach durch diese Stapelung mehr von dem einfallenden Licht nutzen. Und das erwähnte Shockley-Quaiser-Limit würde sich dann erhöhen und zwar auf folgende Werte. Wie gesagt, ich hatte schon gesagt, bei einer gestapelten Zelle, also einer Standardzelle, wären es 33,7. Wenn ich dann zwei übereinander stapel, wären es 42% maximal. Und bei drei gestapelten Zellen wäre ich dann bei 49%. Bei unendlich vielen wären es dann 86%. Das ist natürlich nicht machbar, aber nur mal so für die Theorie. So, und jetzt der springende Punkt. Das heißt, dieses Paper, was der Gründer dort gezeigt hat, ja, da gilt dieses Limit von 33,7 einfach nicht mehr, ja, sondern das ist höher, und weil ich dort mehrere Schichten habe. Und da kommt auch gleich noch was anderes dazu, das wird euch aber gleich Norio erklären. Damit ist die Aussage des Projektgründers, man könne das Limit überschreiten, relativ merkwürdig. Und am wichtigsten ist, es hat nichts mit TIPA zu tun, also mit dem, was die da vorstellen. Das ist was ganz anderes. Und es ist auch physikalisch anerkannt und auch sinnvoll, was sie da macht. Nur mal so zum Spaß. Fragen wir nochmal Physikprofessor Hundhausen. Welche Note würde ein Student von dir bekommen, wenn er sowas in der Prüfung erzählen würde? Also erstens, ist nie kam ein Student auf diese Idee. Und wenn er das so sagen würde, und er kann es ja natürlich nicht erläutern, dann würde er wahrscheinlich durchfallen, wenn das ein zentraler Teil der Prüfung ist. Wenn noch andere Fragen wären, die er richtig beantwortet, kriegt er vielleicht noch eine bessere Note. Aber für diesen Teil, das ist einfach nicht akzeptabel. Das lernen die in Vorlesungen ganz anders. Und dann würde er ja zeigen, dass er die Physik nicht gelernt hat. Aber das gezeigte Paper, von dem wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, das zeigt ja nicht nur geschichtete Solarzellen, sondern es wird ja auch noch von Konzentratordesign gesprochen. Und das ist auch ein extrem cooles Konzept. Inwiefern das aber mit TIPA zusammenhängt und was das bedeutet, das wird euch Norio jetzt erklären. Der Ansatz des TIPA-Systems ist so gesehen, sehr viel Licht von einer kleinen Fläche auf sehr viel PV-Fläche zu verteilen. Und das ist doch etwas merkwürdig. Im Grunde ist das genau das Gegenteil von dem, was alle anderen Firmen versuchen. Bei sogenannten Konzentratorzellen zum Beispiel nutzen wir Linsen und Spiegel, um Licht von einer großen Fläche auf kleine Bereiche zu konzentrieren. Eingesetzt werden zum Beispiel konvexe Linsen, wie hier zu sehen, oder Parabolspiegel. Und das hat mehrere Vorteile. Zum Beispiel sparen wir photoaktives Material ein. Tendenziell sinken hierdurch die Kosten und die Energie für die Produktion. Der Knackpunkt ist aber, dass hierdurch tatsächlich die Effizienz der PV-Technik erhöht werden kann. Mit der Lichtintensität steigt nämlich der Wirkungsgrad an. Das ist auch der Grund, warum Wirkungsgrad-Weltrekorde immer unter der hundertfachen Sonneneinstrahlung aufgestellt werden. Erst kürzlich brach Fraunhofer ISE mit einer Effizienz von 47,6% den damaligen Weltrekord. Das gelang aber nur unter der 665-fachen Sonneneinstrahlung. Aber wenn doch die Konzentratortechnik so genial ist, warum nutzt sie dann nicht jeder? Nun ja, der große Nachteil ist, dass die Hitzeentwicklung pro Flächeneinheit bei Konzentratorzellen um ein Vielfaches größer ist. Mehr Licht auf einem kleinen Punkt führt natürlich zu mehr Wärme. Diese Solartechnik ist höheren Belastungen ausgesetzt und benötigt nicht selten eine Kühlung. Leider ist der Mehraufwand nur selten rentabel. Irgendwie ist es doch aber wirklich ironisch, dass auch hier wieder die Hitzeentwicklung einen Strich durch die Rechnung macht. Solarzellen reflektieren nun mal nicht einfach all das Licht, das nicht in Strom umgewandelt wird, wieder zurück in die Umgebung. Schön wär's. Das wäre ein grandioser Durchbruch.
Ja, Fazit. Es gab hohe Förderungen. Auf Kickstarter haben viele Leute, auch aus Deutschland, Geld investiert und das scheinbar nicht zu knapp. Zumindest das, was die Gründer versprechen, ist aus unserer Sicht physikalisch nicht haltbar und wir haben extreme Zweifel daran, dass dieses Konzept auch nur ansatzweise das halten kann, was es verspricht. Und ein genereller Tipp für euch, das kann ich wirklich einfach immer sagen, investiert besser in kein Projekt, bei dem so große Steigerungen versprochen werden, ohne dass unabhängige Messungen gezeigt werden. Okay, besonderen Dank nochmal hier an der Stelle für Physikprofessor Hundhausen, also für seine Recherche und all den Elan, den er da auch reingesteckt hat, der war da richtig dahinter. Aber auch an Norio, der sich für das Thema ebenfalls, der uns mitgeholfen hat und das Ganze auch angenommen hat und der mit dazu beiträgt, dass wir hier aktiven Verbraucherschutz betreiben können. Also wie gesagt, danke an euch und macht's gut, bis dann.